Berlin-Spandau, von der Straße in die Halle. Das ist die Idee vom Mitternachtssport. Schnelle Bälle und gute Laune am späten Abend statt Langeweile und Frustration. Dazu Bundesliga-Stars wie Enes Benhatira. Ein Konzept, das seit 2007 voll aufgeht. Der Mitternachtssport ist ein soziales Jugendprojekt zur Gewaltprävention und Integration, was ich vor 6 Jahren initiiert habe, sozusagen aus der intensiven sozialpädagogischen Arbeit mit einer Großgruppe von Jugendlichen, die wiederum massive Konflikte sozusagen ausgetragen haben mit der Polizei, und der Mitternachtssport war letztendlich sozusagen die Antwort auf diese massiven Konflikte. Und ich habe nichts anderes getan, als das Medium Sport, vor allem den Fußball, zu paaren, zum Verschmelzen zu bringen mit der intensiven sozialpädagogischen Arbeit. Das kostenlose Fußballangebot ist ein echter Volltreffer, auch dank prominenter Unterstützung. Nationalspieler und Ex-Herthaner Jerome Boateng ist Mitbegründer und Schirmherr des Projekts. Dazu geben Stars und Berliner Jungs wie Manuel Schmiedebach, Enes Benhatira, Patrick Ebert und Marcel Njeng als sogenannte große Brüder dem Mitternachtssport ein Gesicht. Wenn die irgendwelche Probleme haben, irgendwelche Nöte, sind wir für die da und versuchen sie jetzt so gut es geht zu unterstützen. Und, natürlich fungiere ich aus einer Art Vorbildfunktion auch für die Jungs, wo ich nicht nur meinen Namen gebe, natürlich, wo sie auch jemanden haben zum Anfassen und auch wo der Austausch auch ganz eng sein muss, um halt wirklich die Jugendliche auch zu erreichen und ihre Herzen auch damit zu erreichen. Und mit dieser tollen Entwicklung des Sozialprojektes Mitternachtssport wird die Freude auch definitiv noch lange anhalten bei Ismail Öner, den Spandauer Kids und den Idolen der Bundesliga.